Was ich noch sagen möchte ist, ich würde euch bitten, das würde ich eigentlich niemals tun, aber ich würde euch bitten, tatsächlich der sich das anschaut und vielleicht darüber nachdenkt, zu spenden, mir bzw. uns zu spenden. Und ich würde das Geld, wenn ich sag mal, ein paar Sachen jetzt hier gekauft habe von den Spenden, auch den Rest des Geldes auch weitergeben. Das würde ich auch komplett transparent machen, euch auch sagen, wie viel was wie angekommen ist und was weitergeht. Ja, ich mach mal irgendwie einen PayPal-Account oder sowas. Wir kommen bei Bagger Garage. Und das ist mein neuer Bagger. Hallo liebe Freunde und willkommen zum neuen Video Bus Garage. Endlich mal wieder ein neues Video nach 4 Wochen, 5 Wochen oder was. Und es fällt mir schwer, dieses Video zu machen, weil wir durch diese Flut, die hier bekanntermaßen rübergerauscht ist, ziemlich viel verloren haben. Uns geht's ja im Vergleich zu anderen Leuten noch richtig gut. Wir haben hier eigentlich nur im Garten alles Mögliche verloren. Der Keller war voll bis zum Hals. Das waren so irgendwie 1,70 Meter. Und ja, das Grundstück sieht aus wie nach einem Bombenanschlag, aber das Dorf und die ganzen Menschen und weiter runter war es richtig, richtig kaputt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, um hier richtig gut aufräumen zu können, brauche ich einen Bagger. Und somit habe ich mir hier einen Bagger geholt. Und das ist ein Kubota KX413 Bagger. Baujahr weiß ich nicht mehr genau, irgendwas 2006, 2007 mit ca. 2700 Arbeitsstunden. Ich habe keine Ahnung, 3 Zylinder, Dieselmotor, irgendwie 11, 12 PS, hat 2 Schaufeln mitgehabt, ist richtig schon ramponiert und gebastelt worden, mit Plexiglasscheiben mit Silikon reingemacht worden und so, innen drin was gerissen, Sitz kaputt. Aber er baggert, er leistet seinen Dienst. Ich wollte unbedingt einen Markenbagger haben, also einen deutschen Bagger und nicht irgendeinen Schrott. Der ist jetzt auch mal rot umgefärbt worden. Ist alles überhaupt kein Problem. Das Problem ist er da vorne, Die uns hier die Mauer weggerissen worden ist. Die Sauna ist hier weg. Das Gebäude nebenbei ist weg. Die Hecke war komplett zerstört. Die haben wir rausreißen müssen. Die ganzen Gebäude hinten bei den Leuten. Da vorne ist noch eine Mauer. Ich muss euch sagen, dass der Bach, so wie er jetzt zerplätschert, das ist jetzt eigentlich, das ist nicht so normal, sag ich mal. Und das ist der Stufe da unten. Aber wenn ich hier so stehe, war das Wasser bis zu dem Dach hier oben. Also müssen wir mal vorstellen, das Wasser ist hier hochgekommen, ist bis zu dem Dach gegangen und hat hier runter alles unterspült. Und deswegen ist hier so ein Loch entstanden. Die Sauna ist weg, dieser Anbau ist weg, die Mauer ist weggerutscht. Man sieht hier noch, das haben wir jetzt schon abgemacht, wird das alles rausgerissen. Beim Nachbarn ist so alles kaputt, bei uns ist alles kaputt. Hier haben wir schon die Hälfte rausgemacht, die Gebäude nicht zerstört. Das ist der Bagger da. Hier diese ganzen Fehler, die sind umgeknickt, da hinten, die ich schon abgeschnitten habe. Wie Streichhölzer. Einfach so. Die waren, das ist nichts, das ist so weggeknickt. Ja, und genau, jetzt müssen wir, oder jetzt sollten wir natürlich das Grundstück so ein bisschen in Ordnung bringen. Ich habe angefangen, hier vorne schon ein bisschen was flacher zu machen, da vorne die Sache schon mal gerade zu rücken. Thank you.
Was ich noch sagen möchte ist, ich würde euch bitten, das würde ich eigentlich niemals tun, aber ich würde euch bitten, tatsächlich der sich das anschaut und vielleicht darüber nachdenkt, zu spenden, mir bzw. uns zu spenden. Und ich würde das Geld, wenn ich sag mal, ein paar Sachen jetzt hier gekauft habe von den Spenden, auch den Rest des Geldes auch weitergeben. Das würde ich auch komplett transparent machen, euch auch sagen, wie viel was wie angekommen ist und was weitergeht. Ich mache mal irgendwie einen PayPal-Account oder sowas, mache ich mal irgendwie was auf und dann könnt ihr sehr, sehr gerne unten in der Beschreibung dann gerne spenden, wäre super. Also ich würde mich über jeden Cent freuen, seien es nur 10 Euro, seien es irgendwie vielleicht sogar 50 Euro, je nachdem. Macht es bitte, bitte, bitte. Gib dieses Video weiter, lass uns hier einen Stolberg aufbauen, weil ihr wisst ja mittlerweile, dass ich aus Stolberg komme, das ist ja vollkommen in Ordnung. Lasst uns mal Stolberg weiter zusammen aufbauen. Ja, es sollen irgendwelche direkte Hilfen kommen, aber irgendwie bis auf 500 Euro vom Staat, irgendwie haben wir bis jetzt nichts bekommen. Versicherung, keine Ahnung, die lassen sich auch Zeit. Es ist jetzt eine Woche her, also eine Woche und 3 Tage her, 4 Tage, seit es passiert ist. Und teilweise räumen die Leute noch ihre Keller auf, noch Schlamm rausgeholt, es sind Autos, also was ich sagen wollte, genau, Autos wurden rausgeholt und so weiter. Was ich hierzu sagen wollte, bei uns hier durch ein Grundstück war drüben ein Anhänger. Es ist hier ein Boot durchgerauscht. Es war ein Auto, wurde uns gesagt, was hier durch das Grundstück durchgerauscht ist. Ein Boot, ein Auto, ein Anhänger und jede Menge Holz, Bäume, ja, alles Mögliche, ne? Steine gemischt, alles Mögliche ist hier einfach durchgerauscht. Irgendwelche Metallteile, irgendwelche Zäune waren sind hier hängen geblieben. Unmengen von Reifen. Man kann ja gleich mal kurz Video reinschneiden, wie es hier aussah, wo das Wasser schon ein bisschen näher gekommen ist. Und dann gibt es leider gar kein Video mehr, wie danach die nächste und dritte, ich glaube zweite und dritte Welle dann mal richtig hier alles aufgeräumt hat. Und wie gesagt, im Vergleich zu anderen geht es uns noch richtig gut, aber ich habe halt super viel Wertsachen verloren. Meine ganzen Bastlersachen, meine ganzen Werkzeuge ist alles weg. Und es wäre super, wenn ihr mir ein bisschen Geld schenken würdet, damit ich mir endlich mal mehr Sachen kaufen kann, damit ich weiter Videos machen kann. Ich würde es nie fragen, versteht mich bitte nicht falsch. Aber jetzt brauche ich das. Nur für die Sachen, damit dieser Kanal und damit das alles bestehen bleiben kann. Und damit ich überhaupt den Bagger bezahlen kann. Hier haben wir einen originalen Kubota Diesel, Dreizylinder. Dreizylinder ist sehr gut, weil der Dreizylinder sich immer jeder Zylinder den anderen ausgleicht. Wir haben einen neuen Starter, eine Lichtmaschine und der Riemen, der etwas lose sitzt. Da haben wir hier irgendwas, ich weiß es gar nicht, ist das ein Hydrauliköl oder was ist das? Kühlwasser? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich noch nicht so gut aus mit Bagger, deswegen. Hier haben wir einen Luftfilter, den wir müssen einfach mal gucken, was das hier alles so ist. Da ist übrigens der Ölfilter, wo ich gerade sehe, dass 2020 anscheinend schon ein Service gemacht worden ist. Das ist ja schon mal in Ordnung. Es ist einfach nur ein alter Bagger. Ich weiß es nicht, das müsste 2005, 2007 sein. Apple-Aufkleber, ganz wichtig. Dann haben wir hier vorne eine wackelige Fußablage. Hier ist schon ganz viel gemacht, gebastelt worden. Sitz kaputt, da hinten ist die ganze Konsole gerissen. Aber die Anzeigen funktionieren zum Glück. Und ja, hier die Steuerknüppel. Guck mal schnell. Sind etwas ausgeschlagen, das ist aber auch in Ordnung. Dachhimmel sieht überhaupt nicht mehr schön aus. Für das Geld ist das in Ordnung, würde ich sagen. Dafür sind die Ketten in Ordnung. Da hat hier eine Heizung drin. Ketten sind noch in Ordnung. Die ganzen Dichtungen sind noch okay. Es gibt nur einen Bolzen, der etwas ausgeschlagen ist. Das ist dieser eine Bolzen hier am Arm. Genau, hier vorne der Bolzen ist leicht ausgeschlagen. Und die Bewegung der Kabine. Also die Rotation ist so ein bisschen wabbelig. Sonst ist er noch richtig, richtig stabil. Ich wollte unbedingt so einen 1,7 Tonnen Bagger haben, weil diese ganzen billigen China-Teile, diese 600, 700 Kilo billig China-Dinger, ich habe da kein Vertrauen drin. Das ist, weiß ich nicht. Da arbeite ich vielleicht 30, 40 Stunden mit und dann bricht mir der erste Arm oder der erste irgendwas ab. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen lieber ein Markengerät, was vielleicht nicht so gut gepflegt worden ist, aber dafür noch ordentliche Qualität hat. Und hier wollte ich einfach noch mal ganz kurz zeigen, dass zum Beispiel das Motorrad von meinem großen Sohn wir wiedergefunden haben, ungefähr 1 Kilometer weiter.
ihm in den Bäumen verhakt, hinter einer Schule. Ist einfach nur runtergeflogen, runtergerutscht worden. Dann, weil alle unsere Fahrräder sind weg, alle unsere Winterreifen, es ist alles weg. Wir haben hier dieses Fahrrad auch wieder gefunden, das eine auch. Und ja, Felgen von jedem ein irgendwie. Also kaum was übrig. Und das war's. Ansonsten, ja, Riesenmengen Bauschutt, alles. Das ist so noch der Rest von unserer Sauna. Also das ist Unterkonstruktion. Ja, ist halt alles weg. Jetzt müssen wir halt neu aufbauen. Und wie gesagt, spenden wäre super. Abonnieren auf jeden Fall. Dann, ja, damit ihr keine Videos verpasst. Ja, ich habe jetzt in der letzten Zeit nicht so viele Videos hochgeladen. Ich hatte viel zu tun. Und dann durch diese Flut kam natürlich noch jetzt noch mal 2 Wochen quasi dazwischen oder eine Woche. Jetzt gibt es noch ein paar Ausschnitte vom Baggern, wie ich da ein bisschen da gebaggert habe. So, Bastler Garage. Heute mit meinem neuen Wagen. Und zwar ist das jetzt hier ein Bagger. Vorglühen. Und los geht's. Super Ding, ey. Einfach mal so das ganze Zeug rausgerissen, ne? Voll super. Dann einfach mal all das ganze Zeug rausreißen, die groben Steine weg und einfach planieren. Fertig. Haben wir schon mal hier die grobe Arbeit geschafft. Genau, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt, dass ich mehr Videos über das Baggern, über die Gartengestaltung und was wir hier machen mit auf diesem Kanal haben wollt. Wäre super. Und gebt dieses Video auf jeden Fall bitte, bitte weiter. Schickt es weiter, abonniert und guckt, dass man ein bisschen Geld zusammenbekommt. Dann würde ich bei uns im Dorf zum Kern fahren und dort halt das Geld auch übergeben oder den Leuten irgendwelche Sachen kaufen, wie zum Beispiel Generatoren. Vielleicht kriegen wir noch einen Bagger zusammen. Das wäre mega geil. Vielleicht kommt ein bisschen Geld zusammen und ich kaufe noch einen Bagger. Dann kann ich den Leuten helfen. Dann können wir kostenlos den Leuten richtig gut helfen, die Grundstücke aufräumen und so weiter. Es ist noch nicht zu spät. Wir sollten jetzt immer noch weitermachen. Gut, meine lieben Freunde, danke, dass ihr einschaltet. Und ja, ich gehe jetzt eine Waschmaschine und einen Trockner abholen. Der fehlt uns nämlich auch. Es ist nämlich alles kaputt. Euch wünsche ich einen schönen Tag. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Und ich liebe euch alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Yeah.